Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Jarl Magnus Rieber hat vorzeitig den Gesamtweltcup gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Dominator Jarl Magnus Rieber gewinnt im Schneegestöber von Klingenthal in vorzeitig den Gesamtweltcup der Kombinierer. Fabian Riesle rast auf das Podest. Kombinierer Fabian Riesle hat im Schneegestöber von Klingenthal als Dritter die WM-Generalprobe bestanden. Beim 10. Saisonsieg von Dominator Jarl Magnus Rieber, der vorzeitig seinen erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups perfekt machte, landete der laufstarke Riesle bereits zum 7. Mal in diesem Winter auf dem Podest. Zweiter wurde der Finne Ilkka Hirola. Ich habe alles gegeben, am Ende waren die anderen ein Stück schneller als ich, sagte Riesle in der ARD. Der Team-Olympiasieger war gemeinsam mit Rieber und Hirola auf die Zielgerade gegangen, dort gingen ihm aber die Kräfte aus. Vinzenz Geiger, Oberstdorf, am Samstag ebenfalls von Rieber auf Rang 2 verwiesen, überzeugte 2,5 Wochen vor der WM in Seefeld, 19. Februar bis 3. März, als Vierter erneut. Rieber gewinnt vorzeitig Gesamtweltcup. Rieber gewann derweil als erster Norweger seit DJ-Arte Engenvik 1998-99 die Kristallkugel. Vier Wettkämpfe vor Saisonende steht der 21-Jährige bei 1258 Punkten und kann von seinem Verfolger Johannes Reitzek 761 nicht mehr eingeholt werden. Der Skandinavier hat zudem weiter den Rekord des Finnen Hannu Manninen im Visier, der im Winter 2005-06 12-mal triumphiert hatte. Reitzek wird Opfer der Bedingungen. Rekordweltmeister Reitzek, am Samstag noch starker Dritter, wurde dagegen ein Opfer der schlechten Bedingungen. Ein Schneesturm ließ am Mittag kein Springen zu, gewertet wurde der provisorische Durchgang von Freitag. Dort hatte sich Reitzek einen Rückstand von mehr als 2 Minuten eingehandelt und verzichtete daher auf einen Start. Olympiasieger Erik Frenzel, Geier, hatte sein Heimspiel wegen eines grippalen Infekts ausgelassen. Auch andere Top-Kombinierer wie Akito Watabe, Japan, Mario Seidel, Österreich und Jürgen Graback, Norwegen, waren nicht nach Klingenthal gereist. Punkt. Die deutschen Kombinierer verzichten wiederum am kommenden Wochenende auf die Wettkämpfe in Lahti, um sich auf die WM in Seefeld vorzubereiten.